So, Leute, wir sind hier bei dem nächsten Opening. Diesmal das Secret Layer, Diesmal das Ikoria Layer auf Behemoth Collectors Booster Display, was ich zum Aufmachen bekommen habe. Danke dafür, by the way. So, Collectors Displays, beziehungsweise Collectors Booster, bin ich ja nicht so der große Fan von, ehrlich gesagt. Was einfach daran liegt, dass ich finde diese Booster halt übertrieben. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, solche Booster zu machen. Meiner Meinung nach nicht. Weil, ich weiß nicht, früher waren so Dinge ganz, ganz selten mal in Boostern drin. Und heute haben wir halt das hier. Ah, gucken wir uns mal an, was das gibt. Ich kann hier auch wieder nochmal aufmachen. Also hier ist, ich habe noch keine Ahnung, wie die aufgebaut sind, die Booster. Hier ist auf jeden Fall, vollkommen. Voll ankam, Land, Rare, Etheril Forager, 6x3/3 Delf, fliegend, okay. Ich gehe wie immer bei den großen Openings nur die Rares so ein bisschen fliege drüber und zeig so, wenn was Cooles da vorbei ist, dann kann ich so viele Booster. Ich kann die eigentlich auch alle durchgehen, aber es sind halt echt eine Menge. Und ja, aber der hier ist, wenn ich mich nicht alles genau, der ist aus dem Commander 20 Ding, das ist tatsächlich ganz cool. Dann Colossification, 7 Mana, enchantende Kreatur, die kriegt +20/+20. Okay, kann man machen. Oh mein Gott. Stimmt ja, die sind ja auch hier drinnen voll. Giganta the Wellspring, 5 Mana, 5/5 Companion. Oh mein Gott, ist der hübsch. Wenn man darf halt kein Mana-Symbol mehr als einmal haben und tappen für 5 Mana. Für ein Wubrk. Ja? Dann ein... Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier aufsortieren soll. Dann ein Vulpikeet. 4 Mana, 2/3 Mutate. Das ist ein hübscher Fuchs. Dann ein Pouncing Shore Spark. Auch in diesem Art. Eine Triome. Keine Ahnung, wie man die ausspricht richtig. Ist ganz cool. Ah, okay. Und hier ist eine Godzilla-Karte. Biolante Plant Beast. Plant Beast Form. Okay. 5x5. Eigentlich ist das Netorio Apex of Death. Das finde ich, by the way, nicht cool, dass sie halt hier die großen Namen, diesen Godzilla-Namen drin haben und unten dann den richtigen Namen. Das finde ich nicht cool. Das hätten sie nicht machen sollen. Weil es war jahrelang so, jeder, der alte Art macht, kann das bestätigen. Man durfte den Namen oben nicht ändern, nur drunter oder drüber schreiben. Anscheinend ist das jetzt auch okay. Ja. Dann haben wir hier einen Ausprison Starix und einen voll fliegenden Shark. Ja, ja, stimmt, hier sind ja fliegende Sharks drin. Ich muss das mal hier ein bisschen rearrangen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So, ein bisschen Platz, ein bisschen hier ausbreiten. Wofür haben wir denn so eine große Matte, die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr komplett drauf passt? So, dann das nächste. Also Collector Booster sind halt wie immer super krass vom Value. Das ist halt schon ziemlich Banane. So, Common. Evolving Whites in Foil, auch hübsch. Ankam, die schmeiße ich jetzt einfach mal mit dabei. Ankam, Forest. Und jetzt fängt's an. Cryptic, Triblot, keine Ahnung. Aus dem Commander-Set, kommt mit +1/+1 Mana ins Spiel. Man kann doppelt farbloses Mana bekommen. Dahin. Ah, und danach kommt der Boxstopper, okay. Danach kommt der Boxstopper, den lege ich mal so hier hin. Titan's Nest, Enchantment. Zu Beginn des Upkeeps kann man die oberste Karte seines Decks angucken und sie in den Friedhof legen. Und man kann eine Karte aus dem Friedhof exilen, um farbloses Mana zu bekommen. Okay. 100 Nightmare, 3 Mana, 4/5. Ah, wenn er ins Spiel kommt, legt man eine Death Touch Counter auf eine Kreatur vom Gegner. Aha. Wenn er keine hat, dann ist das halt so. Dann Megaran Greaterhorn, bist du hässlich. Regal Leosaurus. Ernsthaft, Wizards. Ernsthaft. Dann ein Zaguf Triome und ein King Kesma Ancient Guardian. Ancient Guardian. Godzilla-Karte. Dann ein Kulti Piercer. Cloud Piercer. Aha, Cloud Piercer. Der ist tatsächlich ganz cool. Den kommt dahin, da kommt der Token hin. Ja. Also es ist wirklich, in jedem von diesen Teilen ist ein
eine Godzilla-Karte drin. Das ist natürlich schon cool irgendwie. Dann haben wir, oh mein Gott, Balin Sky Shark Rider. Der partnert mit dem Sky Shark. Also ein Commander tatsächlich. Legendary Creature, okay. Okay, aus dem Commander Set. Shark Typhoon in Full Art. Ich weiß, dass sich darüber jemand tierisch freuen wird. Weil einfach nur wegen dem Namen Shark Typhoon. In Deutsch übrigens Haifun, was ich ziemlich kacke finde. Evercooling Phoenix, 4x4/4. Okay. Archipeloro. Die finde ich ein bisschen schade. Die sind auch in den normalen Boostern drin. Wenn ich mich richtig erinnere. Dredgebat. Dredgebat. Wunderschönes Artwork. Wunderschön. Und wir haben, oh mein Gott. Gigan Cyberclaw of Terror in Full Art Box Topper Foil. 6 Mana 6-6. Companion. Das Deck muss gerade Mana kosten haben. Also eigentlich ist das ein Gyaruda. Geil. Richtig geil. Oh mein Gott. Dann einen Vulpikit und einen Dinosaurier. Ja, stimmt. Die Companions sind ja auch drin. Und Gyaruda hat sogar einen Godzilla bekommen, was echt cool ist. Vulpikit. Ach, das ist der Fuchs? Okay. Ja gut, manchmal findet man ja auch Artworks, die halt ansonsten nicht kennt. Call of Copper Coats. Okay, Dispel kostet 2 Mana weniger. Nee, mehr für jeden Zauber, den man vorher... Anti-Storm oder was? Wow. Ah nee, für jeden Target. Okay, Strife, ja. Ich hätte auch die Fähigkeit mal lesen sollen. Und, okay, gibt Tokens. Was ist das denn? Full Art Mythos of Ilonia. Okay. Created Copy of Token. Das muss man natürlich haben. Tokens muss man natürlich haben. Extinct Event. Choose Odd or Even. Exile each creature with the converted mana cost of Chosen Value. Die ist gut für 4 Mana. Die ist echt gut. Ja, Parcel Beast, Lore Baron und ein weiteres Trimom. Ich finde das so krass, dass die Triome halt wirklich in jedem Boostlaufen drin sind. Und Godzilla, King of Monsters. Der ist auch der Buy-a-Box. Also das ist auch die Buy-a-Box-Promo in voll. Das wusste ich nicht, dass der hier auch drin ist. Das macht es ein bisschen madig. 5 Mana 7-3 Trampel. Ist eigentlich ein Cirlota Strength irgendwas. Und ein Cavern Whisperer. Der ist richtig cool. Den spiele ich tatsächlich auch in Arena. Mit Mutate, Menace und jeder Gegner muss eine Handkarte abwerfen, wenn man Mutated. Einfach Potated. So, dann. Kam. Da fällt mir alles auseinander. So, dann haben wir Deflecting Sword. Wenn man den Commander kontrolliert, das ist wahrscheinlich eine Commander-Karte, kann man die spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und man sucht sich neue Targets für ein Spell oder Ability auf. Der ist ziemlich gut. Der ist ziemlich gut. Dann haben wir Riel the Evervice in Full... Oh, das ist eine Mythic. 3 Mana 03. Der kriegt +1/+0 für jede Instant Sorcery im Friedhof. Und immer wenn man eine oder mehr Karten für das erste Mal in der Runde abwirft, zieht man eine Karte. Ich kenne da so ein Cycle-Deck, in dem das bestimmt gespielt wird. Umori the Collector ist ein Companion. 4 Mana 4-5. Ist der, meiner Meinung nach, der schwächste Companion, der am wenigsten gespielt wird. Noch ein Vulpikit, noch ein davon und ein, oh mein Gott. Hi, Dome. Sea Dasher Octopus, 3 Mana 2-2 mit Mutate und Flash. Und wenn er dem Gegner Schaden zufügt, darf man eine Karte ziehen. Geiles Teil. Richtig cooles Tool. Und wir haben noch einen King Caesar Ancient Guardian als Foil. Und dann das Greater Horn und das Beast. Ja. Ich bin mal gespannt, hier sollten auch Death Race Coronas drin sein. Oh, jetzt habe ich es gesagt, das böse Wort. YouTube wird hier nicht monetarisieren, aber das tut sowieso nicht. Gucken wir mal hier weiter. Der sollte ja auch drin sein, also einen hätte ich ganz gerne. Obscuring Haze, 3 Mana. Wenn man den Commander kontrolliert, kann man die spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen und man verhindert einen Schaden, der von gegnerischen Kreaturen zugefügt wird. Das ist, ja, Commander halt. Davon hätte ich gerne einen blauen, hallo? Mythos of Snapdecks. Okay. Oh mein Gott, das Triom. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Triom. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist gar nicht in der Version, sondern es ist einfach nur ein Volltriom. Die gibt es also auch hier drin.
Glowstone, Cavern, Apex of Death. Das ist doch der da. So sieht er also normal nicht aus, ist die dritte Version dann. Okay. Und wo wir gerade dabei sind, Space Godzilla Death Corona. Ha, wunderschöne Karte. Übrigens wird er im normalen Set nicht mehr drin sein, außer im ersten Print. Und auch in den hier wird er nicht mehr drin sein, weil die halt da tatsächlich das Set viel zu weit vorher geprintet haben, bevor diese ganze Pandemie-Scheiße losging. Und beißt sie jetzt so ein bisschen im Arsch, weil der Corona-Beam ist tatsächlich eine Fähigkeit, die Godzilla seit, keine Ahnung, ich glaube den 90ern, bitte schlagt mich nicht, wenn ich falsch liege, ich glaube seit den 90ern hat, dass das ein Corona-Beam ist. Oh, Sprite Dragon Foil, auch nicht schlecht. Ist halt so. Oh mein Gott, wir haben den Shark gezogen. Ich kann wieder Commander spielen. Shabras, the Sky Shark, Shark Bird, 5 Mana 3/3 Partners mit dem anderen Typen, den wir hier gezogen haben. Ich habe beide Commander, ich kann das Commander-Deck spielen. Oh mein Gott, bist du hübsch. Das hätte ich gern einen anderen gehabt, aber Kiruga the Macro Sage, 5 Mana 5/4 Companion in Full Art. Das hübsch, habe ich jetzt auch schon ein Deck im Legacy mitgesehen. Ja, ich nehme hier das jetzt auch vor den Bannings am Montag auf. Also für mich ist das Montag und ich hoffe mal, dass die nicht alle Companions bannen. Dann kann man den halt leider nicht mehr spielen, aber so ist der echt cool. Titan's Nest, das hatten wir schon. Kairosparrow hatten wir, den hatten wir, Triom und haben wir noch einen Gairuda. Okay. Und, oh mein, was? Kann mir mal irgendwer sagen, was auf dieser Karte abgeht? Was ist das denn? Nightmare Beast Elemental. Du kannst den aus dem Friedhof casten, um zu mir. Ach, das ist eigentlich auch eine Godzilla-Karte, das weiß ich. Aber wie sieht die denn aus? Mein Gott. Alter. Das ist ja... Na komm, geh auf. Ja, die Artworks haben sie teilweise echt strange gemacht. Mir gefällt das Set vom Artwork her, bis auf die Godzilla-Karten, aber das darf ich nicht laut sagen, sonst werde ich wieder geschlagen. White Beaconer. Ich glaube, das ist übrigens der Deathray Corona als normale Karte. Herald of the Forgotten. Fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt und man den gecastet hat, kann man eine beliebige Anzahl an Permanenten mit der Cycling Ability von einem Friedhof ins Spielfeld bringen. Das ist strong im Commander. Heilige Kacke. Dann Quarter Wards Crasher, keine Ahnung, 5 Mana 6-6 Trampel, irgendwas mit Dinosauriern. Genesis Ultimatum als Boxtopper Foil. Die Ultimatum sind leider alle nicht so viel wert. Kommt hier hin. Dann Cloud Piercer, Harvester, Wardrock's Apex of Thunder. Hi, Dome. 3x3x3, fliegend Erstschlag und super, super cooles Teil. Und, oh mein Gott, ein Baby-Godzilla Ruin Reborn in Foil. 2x1/3, mit Mutate, wenn Mutate günstiger macht. Und diese Artworks, was ist das? Was ist das? Oh mein, ich meine, die Artworks manchmal. Also ein paar von den Artworks, gerade in Foil, kommen die ja richtig krass durch. Und das muss ich auch sagen, die lohnen sich richtig in Foil auch. Also ich kann euch das jetzt hier vor Ort sagen, wenn ihr das in der Kamera nicht so gut seht, weil ich halt mal so ein bisschen dunkler geschalten habe, weil ich eben das Problem habe, dass zu viele Foilkarten in den meisten Decks, die ich vorstelle, rumherrschen. Aber die Foils kommen richtig krass durch in diesen komischen Extra-Artworks. Das ist übrigens der Whisperer. Das ist ein richtig cooles Teil. Dann haben wir einen Wonder Omar. Das ist eine Common. Tappen für Mana beliebiger Farbe und 4 Mana... Jeder, der einen Bomber-Omat kontrolliert, zieht eine Karte. Okay, ja. Song of Creation. Der ist auch ganz cool. Was? Eine Katze? Elemental Cat. Klar, warum auch nicht? 2 Mana 1-1 Fliegen, kriegt +1/+1 für jede Kreatur mit Fliegen und kann fliegende Kreaturen produzieren. Warum nicht? Wolf-Pickit, Sticker, Corpwörder, okay. Und Godzilla Primal Champion. 9 Mana 11-11 Trampel mit Cycling. Und wenn man den cycelt, legt man eine Trampelmarke irgendwo drauf. Ja, warum auch nicht? Alter, die Art. Also,
wenn ihr die Chance habt und wenn ihr diese ich sag mal, Comic-Karten spielen wollt, Jungs und Mädels, kauft die euch in Foil. Die sehen richtig sick aus in Foil. Ja. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Kazuha Ruthless Stalker. Der partnert wieder mit irgendwem. Mit dem Stalking Shadow. Irgendein Commander-Typ. Ah, da ist die Katze, die hatten wir gerade eben schon. Da unten. Oh mein Gott. Jurion in Foil. Wir haben jetzt 3 Companions und 2 davon in Foil. Nee, wir haben 3 Companions in Foil. Da muss ich wohl mal mit jemandem reden. Jorin Sky Nomad. 4 Mana, 4-5 mit Companion. Man muss 20 oder mehr Deckkarten haben, als man eigentlich haben darf. Und dann kann man reinspielen mit Fliegend und man kann Karten flickern. Soll der heiße Scheiß sein? Ich finde den nicht so geil, aber naja, das ist meine freie Meinung, tötet mich dafür nicht. Necropanther, das ist die coolste Karte im ganzen Set. Boneyard, Lurker und schon wieder, was ist bei denen? Diese Apexe. Sorry, ich kann noch nicht mal vorlesen, was die Karte kann, weil Beast Elemental Dinosaur. Weil Artwork. Und wir haben Godzilla, Doom Inevitable. 7 Mana 8, 8 ist eigentlich ein Yidaro Wandering Monster. Ah, das ist der mit Cycle. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass der auch ein Godzilla Artwork hat. Der, wenn man den irgendwie 5-mal cycelt oder 4-mal cycelt, ins Spielfeld kommt. Wie cool. Das macht natürlich als Godzilla richtig viel her, wenn man Godzilla mag. So, vorletztes. Jetzt bin ich echt mal jetzt noch hier richtig gehypt, wenn wir schon 3 Companions in Foil haben. Ah. Companions natürlich meiner Meinung nach die stärkste Fähigkeit. Mutate die und undervaluedste. Mal gucken, was ist das denn? Nesting Grounds. Tappen für ein Farblos und für ein Mana tappen kann man eine Marke von einem Permanenter auf ein anderes Permanentes schieben. Commander. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Oberste Prey Piercer. 5 Mana, 3, 5 mit Companion. Das Deck muss Odd besitzen, also alle Karten müssen ungleich sein, also 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, höher geht noch nicht, glaube ich. Jeglicher Schaden von einer ungeraden Quelle wird verdoppelt. Richtig geiles Teil. Und Umirio, der Collector als Companion, als Boxtopper Foil, Full Art. Ja. Krass. Cloud Piercer. Huntmaster League. Was bist du denn? Gemraiser. Reach Trample. Destroy Artifact Enchantment. Ich glaube, den sehe ich sogar in der Arena manchmal. Und, oh mein Gott, Durata the Perfect Pet. Auch genannt als Bright Dragon. 2 Mana 1, 1 fliegend Eiles. Ist tatsächlich, finde ich, einer der hübschesten Artworks. Und ist Legacy Playable. Gute Karte. Gute Karte. So, das letzte Collectors Booster in diesem Video. So viel Cycling-Gedöns, so viel Cycling-Gedöns. Wir haben Surly Batch Sour. Immer wenn man eine Kreaturkarte abwirft, kriegt der eine +1/+1 Marke. Immer wenn man Land abwirft, kriegt man Treasure Token. Ah, okay, das ist so ein Cycle-Ding, okay. Dann haben wir Labyrinth Raptor, 2-2-2 mit Menace und immer wenn eine Kreatur mit Menace geblockt wird, muss der verteidigende Spieler eine Kreatur opfern, die den blockt. Das heißt, er muss mindestens mit 3 blocken, damit das überhaupt funktioniert. Wow. Nee, mit 2 und dann macht er einen Damage. Ah, okay, I see. Und fick doch mein Leben. Also wir haben jetzt 3 Garudas. Hier als Boxtopper Foil. 6 Mana, 6, 6 mit einem Even Mana Cost. Die anderen sehen halt aus wie Godzillas. Hey, das ist halt ein Boxtopper Foil. Wir haben jetzt 2 Companions als Boxtopper Foil gehabt. Kann man mal machen. So, wir haben hier Narset of the Ancient Way in einem sehr geilen Artwork. Mal guckt. Das sieht richtig sick aus. Also das letzte Booster überzeugt auf jeden Fall. Heilige, sieht die gut aus. Und wir kriegen noch ein Rodan Titan Winged Fury in Foil. 3 Mana 3-3 mit Mutate, fliegend Erstschlag. Ach du Kacke, den haben wir gerade eben als normale Karte gehabt. Das weiß ich. Noch in Foil als... Oh Gott. Und ein Lord Druxy und ein Beast. Ja, krass.
Krasses Teil. Ich bin mal gespannt, was da die Preise so sagen, wenn das rauskommt komplett. Ich bedanke mich an der Stelle, dass ich das machen durfte und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.